Herzlich willkommen im Museum am Ende des Universums. Ich möchte Sie jetzt mitnehmen auf eine Reise, ja, durch Raum und Zeit eigentlich, und zwar wirklich zum Anfang und dann sogar zum Ende unseres Universums, nachdem ja das Thema des heurigen Science Meets Fictions Festivals eben ist, It's the end of the world as we know it. Und genau das werden wir heute kennenlernen. Beginnen möchte ich aber mit einer ganz, ganz simplen Frage, die sich wahrscheinlich die wenigsten von uns gestellt haben. Wieso ist es eigentlich in der Nacht dunkel? Und das ist eine Frage, wenn man dieses erste Mal hört, macht das gar keinen Sinn. Ist ja klar, in der Nacht ist es dunkel, am Tag ist es hell. Aber warum ist es in der Nacht dunkel? Weil es sind ja Sterne am Himmel. Und wenn wir jetzt davon ausgingen, dass Sterne unveränderlich sind und sozusagen ewig leben und das Universum mehr oder weniger unendlich groß ist, dann ist im Zwischenraum zwischen zwei Sternen wieder ein Stern und wieder ein Stern und wieder und wieder. Und Sie sehen, wo das hinführt. Ich kann dieses Spiel eigentlich fortführen, bis auch der Nachthimmel taghell erleuchtet wäre. Also alleine die Tatsache, dass es in der Nacht dunkel ist, sagt uns schon einiges aus darüber, wie es in unserem Universum ausschaut, beziehungsweise auch darüber, dass Sterne vielleicht nicht ewig und unveränderlich sind, sondern dass auch Sterne eine begrenzte Lebenszeit haben und das Ganze in Verbindung mit einer Lichtgeschwindigkeit, die auch begrenzt ist. Sie haben vorhin ja schon gehört und gesehen auch, dass das Licht eben Zeit braucht, um von einem Ort zum anderen zu kommen, was dazu führt, dass wir, wenn wir in den Himmel blicken, eigentlich immer in die Vergangenheit auch blicken. Ja, die Nacht ist dunkel und wird von einigen Sternen erhellt. Was machen denn so diese Sterne, wenn man sich die genauer anschaut? Und da haben wir Astronomen ja verschiedene Möglichkeiten dazu. Das geht weit darüber hinaus, als wie nur zu zählen, wie viele es gibt und in welchen Konstellationen sie vielleicht stehen. Wir untersuchen natürlich die Sterne auch noch viel genauer. Und zwar nennt man das dann die Spektroskopie. Da macht man nichts anderes, als wie das, was wir von der Erde her kennen, wenn es geregnet hat und das Sonnenlicht sozusagen vom Regentropfen da in seine Regenbogenfarben aufgespalten wird. Und das Gleiche machen wir Astronomen auch mit Sternenlicht. Und das hat man dann gemacht und eigentlich festgestellt, dass die Sterne sehr unterschiedlich aussehen. Also man kann wirklich, wenn man Stern A und Stern B miteinander vergleicht, sehen, dass die sich in ihrem Spektrum, in ihrem Licht deutlichst unterscheiden. Und hat da dann eben gesagt, okay, es gibt Sterne, die manche Sterne haben viel Licht im, also viel rotes Licht in ihrem Spektrum, manche Sterne haben viel blaues Licht. Und dann ist man darauf gekommen, ja, diese Farben bei den Sternen, die sagen uns nicht nur etwas über die Farbe des Sternes aus, sondern das ist auch eine direkte Messung eigentlich für die Temperatur eines Sterns. Ganz simpel gesagt, ein Stern, der viel oder vor allem rotes Licht in seinem Spektrum hat, ist kühl, und ein Stern, der viel blaues Licht in seinem Spektrum hat, ist heiß. Das kennen wir sogar von der Erde her. Wenn ich ein Stück Eisen als Schmied irgendwie so heiß mache, dann fängt das ja an zu glühen, und zuerst ist es so ein dunkelrotes Glühen, und je heißer dieses Stück Eisen auch wird, umso bläulicher wird dieses Glühen, umso heller wird das werden. Und eigentlich dieser gleiche Zusammenhang gibt es eben auch bei Sternen. Und noch etwas kann man machen, und das haben diese beiden Herren Hertzsprung und Russell auch gemacht. Man kann jetzt die Sterne einfach mal einteilen in ein ganz simples Diagramm. Auf die X-Achse trage ich eben die Farbe bzw. die Temperatur des Sternes auf, und auf die vertikale, auf die Y-Achse, da trage ich jetzt die Helligkeit des Sternes auf. Und hier muss man aufpassen, weil ein Stern, es hängt ja auch davon ab, wie hell er ist, in welcher Entfernung er zu mir steht. Das heißt, diese Helligkeit ist wirklich genormt auf eine Normentfernung. Und ich sage, okay, wie hell wäre denn dieser Stern, wenn er in einer Entfernung von 10 Parsec, das ist eine Einheit, die wir Astronomen verwenden, also wenn sich der Stern in dieser Normeinheit befindet, wie hell ist er dann?
und dann vergleiche ich alle Sterne, die ich so messe. Und dann ist man draufgekommen, dass sich alle Sterne eigentlich entlang dieser Linie auf diesem Diagramm befinden. Das ist die sogenannte Hauptreihe. Schauen wir uns mal an, wie Sterne denn überhaupt zu dieser Hauptreihe kommen. Und dazu gibt es jetzt im Winter, also dieses Sternbild ist sehr bald sehr schön wieder sichtbar am Himmel, das Sternbild Orion, wenn man sich das anschaut, sieht man eigentlich sehr viele, vielleicht nicht gleich mit freiem Auge, aber wenn man ein Teleskop dazu verwendet, sieht man da gleich viele Gegenden, in denen nämlich jetzt gerade Sterne neu entstehen. Im Teleskop, aufgenommen von unserer Arbeitsgruppe für Astronomie, schaut das dann so aus. Das sind also wirklich diese wunderbaren Aufnahmen, die man dann auch von Magazinen her kennt. Das sind Sternentstehungsgebiete. Hier sieht man auch schon einige sehr helle Sterne. Das sind junge Sterne, die jetzt sozusagen ihre Umgebung schon leergefegt haben, weil ein Stern entsteht immer eben in so einer Staub- und Gaswolke drinnen. Und damit jetzt aus dieser Staub- und Gaswolke ein Stern entstehen kann, muss aber etwas passieren. Das kann sein, dass irgendwie ein Objekt daran vorbeifliegt oder in der Nähe einer Supernova explodiert. Irgendetwas passiert und jetzt wird diese Staub- und Gaswolke auf einmal instabil und sie fängt an, sich zusammenzuziehen. Und das kennen wir auch eigentlich, wenn sich Sachen zusammenziehen, dann werden sie ja dichter und wenn Gase dichter werden, dann fangen die Gasteilchen auch an, sich gegenseitig mehr und mehr zu stoßen. Das heißt, das Ding wird heißer und je heißer das Ding wird, umso besser ist das für Kernfusion. Irgendwann können im Zentrum von Sternen nämlich die Atomkerne verschmelzen und jetzt neue Atomarten erzeugen. Man kann auch auf die Frage, was ist denn ein Stern, antworten, ein Stern ist eine Atomfabrik, weil Sterne eine Atomsorte nehmen und durch Kernfusion neue Atome daraus machen. Das macht zum Beispiel auch unsere Sonne, ist also im Zentrum mehrere Millionen Grad Celsius heiß. Und dieser Prozess ist sehr spannend eigentlich, weil als Ausgangsprodukte nimmt man jetzt mal diese ganzen kleinsten Bauteile der Materie her, Protonen und Neutronen, und die treffen sich dann, weil es eben so dicht und eng und heiß in diesem Sterninneren ist. Die bilden dann zuerst mal so schweren Wasserstoff, also ein Neutron und ein Proton zusammen. Dabei entsteht schon ein klein wenig übrige Energie und jetzt können dann eben diese Gebilde zusammenschmelzen und erzeugen jetzt Heliumkerne. Also ein Heliumkern, das sind zwei Protonen, zwei Neutronen. Und das Besondere ist jetzt hier, dass wenn man die Masse von den einzelnen Teilchen zusammenzählt, auf der einen Seite der Reaktion und auf der anderen Seite der Reaktion, dann ist das Ausgangsprodukt leichter als wie das Eingangsprodukt. Und dieses Defizit an Masse, das geht als Energie ja nicht verloren, sondern das ist Energie, die jetzt da freigesetzt wird. Und aus diesem Grund leuchten Sterne. Sterne haben also Kernfusion in ihrem Inneren. Und das ist eigentlich, kann man sich vorstellen, wie eine gewaltige Wasserstoffbombe, die da ständig vor sich hin explodiert. Aber die Schwerkraft vom Stern hält das Ganze stabil zusammen in einer Kugel. Und das ist ganz, ganz spannend, auch wenn man sich das von der Atomphysik her ein bisschen anschaut. Dieser Prozess funktioniert bis hin zum Eisen. Bis hin zum Eisen, wenn ich Eisenatome erzeugt habe, gewinne ich ein klein wenig Energie. Und alles, was schwerer ist als Eisen, dazu brauche ich Energie, um das erzeugen zu können. Und aus diesem Grund sind eigentlich alle Elemente, die also schwerer sind als Eisen, nicht in einem normalen Stern entstanden, sondern in ganz explosiven, ganz energiereichen Situationen, wie zum Beispiel einer Supernova oder gar dem Verschmelzen von Neutronensternen. Und Sie alle, wir haben ja auch Schwermetalle, wir haben ein bisschen Eisen in unserem Körper angelagert, wir haben Gold und Silber in unserem Körper, das alles kam vielleicht einmal aus einem Neutronenstern oder aus einer Supernova. Also es ist eine ganz, ganz spannende Vorstellung, finde ich.
Ja, also am Ende seines Lebens eines Sternes ist dann dieser Zeitpunkt gekommen, wo diese Kernfusion nicht mehr dafür sorgt, dass da Energie frei werden kann. Und dann kommen sozusagen diese Gebiete im Hertzsprung-Russell-Diagramm zu tragen. Das sind jetzt Sterne, die sich ganz, ganz groß ausdehnen. Die werden also immer größer und größer gegen Ende ihres Lebens hinzu. Das wird auch unsere Sonne irgendwann einmal machen, die wird zu einem roten Riesen werden. Sterne, die noch mehr Masse haben und noch größer und gewaltiger sind, werden zu sogenannten Überriesen. Und der Teil vom Hertzsprung-Russell-Diagramm, das ist sozusagen der Teil, in dem die Sternenleichen dann absortiert werden. Das sind weiße Zwerge, da findet also keine Energieerzeugung, keine neue mehr statt. Die sind nur noch so, so heiß, dass sie noch immer leuchten und im Laufe der Jahrmilliarden langsam dunkler werden. Ich habe vorhin das Sternbild Orion schon angesprochen und da können Sie jetzt dann auch wirklich einen Stern sehen, der genau am Ende seines Lebens ist, Betelgeuse. Das ist ein Stern, der sogar, jetzt nicht mit freiem Auge und auch nicht mit unseren Teleskopen, aber mit den größten Teleskopen, die wir hier auf der Erde haben, als Scheibe aufgelöst werden kann. Also es ist ein riesen, riesen Stern in einer Entfernung von ungefähr 500 Lichtjahren und der ist in diesem Stadion, dass er jetzt ein Überriese ist und er wird wahrscheinlich in astronomisch kurzer Zeit bald einmal zu einer Supernova werden. Das kann übermorgen sein, das kann aber auch erst in 1000 oder 500 oder 50.000 Jahren der Fall sein, aber irgendwann wird das passieren. Und vielleicht noch einmal zur Vorstellung, wie groß dieser Stern ist. Das ist jetzt die Bahn des Jupiter, die da eingezeichnet ist. Also wenn ich unsere Sonne mit Betelgeuse ersetzen würde, würde der noch locker den Jupiter verschlingen. So groß ist dieser eine Stern. Am Ende eines Sternenlebens, da bekommt man dann dafür diese malerischen Bilder. Ein Stern wie unsere Sonne, der wird ungefähr so einmal enden als ein planetarischer Nebel. Also unsere Sonne kommt dann eben zu diesem Zeitpunkt hin, wo im Zentralbereich da keine Energie mehr frisch erzeugt wird. Die äußere Hülle wird so abgeblasen, die verpufft dann im Universum. Im Inneren haben wir einen weißen Zwerg, der dann einfach mit der Zeit immer schwächer und schwächer wird. Ein Stern, der noch massiver ist, der wird aber ein anderes Ende finden, und zwar eine Supernova. Sehr massive Sterne, die können wirklich bis hin zu Eisen Atome erzeugen in ihrem Kernfusionsprozess. Und dann ist aber Schluss, und zwar wirklich sehr, sehr plötzlich. Und dieser Prozess läuft dann sehr, sehr schnell ab. Das heißt, dieser massive Stern hat auf einmal von innen keine Strahlung mehr, die nach außen drückt. Und die Atmosphäre, die äußeren Gasschichten, die eben außen diesen Stern umgeben, die spüren jetzt auf einmal nur noch die Schwerkraft, die nach innen zieht. Und jetzt kann man sich das fast vorstellen, wie wenn ich einen Gummiball, so fest ich nur kann, auf eine harte Oberfläche werfe. Das kommt natürlich auf diesen Kern, prallt davon ab, wird enorm erhitzt, enorm verdichtet und das zerreißt dieses ganze Objekt dann eigentlich. Und dabei werden Energien frei, die so gewaltig sind, dass man einen Stern, also so eine Supernova-Explosion, auch in ganz, ganz weit entfernten Galaxien sehen kann, weil dieser eine Stern für kurze Zeit eigentlich so viel Licht freisetzt wie die ganze Galaxie um diesen Stern herum. Auf dem Bild, vielleicht sehen Sie es, sind also zwei, es ist die gleiche Galaxie im Abstand von einigen Jahren fotografiert. Und auf dem zweiten Foto, das ist jetzt hier markiert, also auf dem zweiten Foto ist eine Supernova zu sehen. Und Supernova sind auch noch auf eine andere Art und Weise interessant. Es gibt nämlich noch einen zweiten Prozess, wie eine Supernova entstehen kann. Und zwar in einem Doppelsternsystem. Wenn sich zwei Sterne umkreisen, und wir nehmen jetzt an, dass ein Stern schon ein weißer Zwerg geworden ist und der sammelt jetzt Materie von seinem Begleiter an. Und irgendwann hat dieser eine Stern so viel Materie angesammelt, dass auf einen Schlag wieder die Kernfusion zündet und es explodiert dieser kleinere Begleiter als eine Supernova.
Und das Besondere an dieser Art von Supernova ist, dass die eine ganz spezielle Lichtkurve haben. Eine Lichtkurve, das bedeutet, dass ich einen Stern die Helligkeit messe und das Ganze über eine bestimmte Zeit hinweg. Also am Tag 1 messe ich die Helligkeit, am Tag 2 und so weiter und so weiter. Und die Form dieser Lichtkurve hängt bei dieser speziellen Art von Supernova ganz eng mit der absoluten Helligkeit zusammen. Und jetzt haben wir da ein ganz, ganz tolles Werkzeug in die Hand bekommen, weil die Form der Lichtkurve, das kann ich ganz leicht messen. Und ich weiß dann automatisch, wie hell dieses Ding eigentlich ist, vergleiche es damit, wie hell es mir denn am Himmel erschienen ist, und jetzt kann ich mir ausrechnen, wie weit von uns ist das Ding entfernt. Und das wird eben verwendet, um die Entfernungen zu ganz weit entfernten Galaxien auch berechnen zu können. Ja, und als nächstes wollen wir auch wissen, die Galaxien, wir kennen jetzt die Entfernung, und dann können wir auch die Geschwindigkeit messen, mit der sich diese Galaxien bewegen. Können wir hier in Salzburg eigentlich ganz stolz darauf sein, dieser Effekt ist ja nach Christian Doppler auch benannt, der diesen Effekt als ersten mathematisch auch beschrieben hat. Der erlaubt es uns eben auf eine sehr einfache Art und Weise eigentlich im Universum Geschwindigkeiten zu messen von Dingen, die sich entweder auf mich zu oder von mir weg bewegen. Und das hat ein Herr Hubble gemacht, ein amerikanischer Astronom, und er hat festgestellt, je weiter irgendetwas von uns entfernt ist, umso schneller bewegt sich das von uns weg. Also alles, was ich im Universum anschaue, hat eine Geschwindigkeit, dieses kleine v, und einen Abstand von uns. Und je größer der Abstand ist, umso größer ist auch diese Geschwindigkeit. Also dieser Zusammenhang, das hängt ganz eindeutig zusammen, ist auch eine der einfachsten Formeln eigentlich, die wir so in der Astronomie haben. Und die Hubble-Konstante, die beschreibt eben, wie stark die Geschwindigkeit zunimmt mit der Entfernung von einer Galaxie. Ja, wir haben also diese Situation, alles bewegt sich voneinander weg. Und natürlich haben dann die Astronomen gesagt, okay, jetzt lasse ich die Zeit mal rückwärts laufen, weil das bedeutet ja, dass irgendwann einmal vor irgendwelchen Urzeiten alles auch zusammengequetscht sein muss an einem einzigen Raumzeitpunkt. Und das ist sozusagen die Geburtsstunde dann gewesen für die Urknalltheorie. Wenn sich jetzt alles wegbewegt, ich lasse die Zeit rückwärts laufen, dann war sie alles am Anfang zusammen. Das bedeutet also, dass unser Universum tatsächlich einen Anfang hatte. Und wir können heute noch ein Echo dieses Anfangs quasi sehen. Das ist auch wieder ganz faszinierend. Man konnte sich das ausrechnen, dass wenn so ein Urknall stattfindet, da ganz, ganz viel Energie freigesetzt wird in Form von Strahlung. Und man kann wirklich nachvollziehen, diese Strahlung kann ich jetzt noch messen, aber nicht mehr im sichtbaren Bereich, sondern im Radiowellenbereich, beziehungsweise ganz genau im Mikrowellenbereich. Und das ist so eine Aufnahme, wenn man also mit einem Empfänger, der den Mikrowellenbereich empfangen kann, den Himmel abmustert, sieht man dieses Echo des Urknalls noch immer. Sie können übrigens das Echo des Urknalls selbst sehen, wenn Sie möchten. Wenn Sie einen analogen Fernseher zu Hause haben und einmal zwischen zwei Sendern einstellen, dann sieht man so dieses Flimmern. Und genau das ist nichts anderes, also nicht nur, aber ein Teil dieses Flimmerns wird verursacht durch diese Hintergrundstrahlung des Universums. Und hier können wir uns jetzt eine ganz einfache Zeitlinie des Universums eigentlich schon mal überlegen. Ich habe jetzt auch ein paar Schritte sozusagen dazu gemacht, die für unsere Erde wichtig sind. Also wir wissen, es gab mal diesen Urknall. Ganz am Anfang war das Universum ganz dicht, da hat es fast nur Energie gegeben. Und erst nach einer gewissen Zeit konnte sich überhaupt Materie bilden. Und von diesem Zeitpunkt an ist jetzt das Universum von der Materie dominiert. Das ist hier so dieser graue Bereich in der Skala. Ich habe dann hier auch noch eingezeichnet, sozusagen der Zeitpunkt, an dem die Erde entstanden ist, also die Erde und unser Sonnensystem sind um die 4,5 Milliarden Jahre alt. Es gab dann eigentlich ganz am Anfang schon
nimmt man an, dass sich eben das Wasser dann auf der Erde angesammelt hat, unter anderem eben auch durch diese Meteoriteneinschläge in der Frühzeit. Und das Leben hat sich dann recht schnell eigentlich auch auf der Erde breit gemacht. Allerdings, wenn man sich das anschaut, bis es dann hin zu höheren Lebewesen geht, also zu mehrzelligen Lebewesen, Wirbeltieren, Säugetieren, das ist wirklich erst ganz kurz vor Zeitpunkt Null, also ganz kurz vor der Gegenwart der Fall gewesen. Ja, wir haben jetzt also ein sehr schönes, schlüssiges Bild über die Vergangenheit. Wir wissen ungefähr, wie es derzeit so abläuft im Universum. Aber wie wird sich das denn in Zukunft entwickeln? Das ist ja auch eine Frage, der wir heute nachgehen möchten. Und dazu gibt es eigentlich zwei grobe Möglichkeiten. Entweder diese Expansion, die jetzt da stattfindet, hört irgendwann auf und es zieht sich wieder zusammen. Oder diese Expansion geht immer weiter. Derzeit weisen eigentlich alle Beobachtungen darauf hin, dass diese Expansion ewig weitergeht. Also dass es nicht wieder dieses zyklische Universum gibt, in dem sich sozusagen das Ganze wieder zusammenzieht, sondern es wirkt wirklich, schaut so aus, als würde es eben immer, immer mehr und größer werden. Wie das genau größer wird, ist natürlich nicht so einfach, weil die Beobachtung nicht immer so leicht ist. Da beobachtet man Sachen, die mit sehr viel Unsicherheit auch belegt sind und muss dann sich entscheiden, welches meiner Modelle passt da am besten dazu. Das beliebteste kosmische Modell derzeit ist jenes einer beschleunigten Expansion, also dass das Universum sich nicht nur in alle Ewigkeit ausdehnt, sondern dass diese Expansion irgendwann immer, immer schneller wird. Ja, was ist jetzt, was bedeutet das, wenn sich unser Universum auf alle Ewigkeit hinaus ausdehnt? Und da kann man jetzt einige Zeitalter quasi unterscheiden. Das erste haben wir schon durchschritten, das war dieses primordiale Zeitalter, in dem der Urknall stattgefunden hat und sich dann die erste Materie gebildet hat. Wir sozusagen, wir sind jetzt im Zeitalter der Sterne. Das ist auch das helle Zeitalter des Universums. Wir haben also Sterne, diese gewaltigen Atomfabriken, die ständig die Materie umwandeln. Das wird dann wieder recycelt, das werden neue Sterne entstehen und. Also das sind Prozesse, die ständig ablaufen und Sterne leuchten. Wir haben also ja helle Leuchtpunkte an unserem Nachthimmel. Das wird jetzt noch 10 hoch, da muss ich immer ein bisschen schummeln, 10 hoch 14 Jahre auch weiter so gehen, also eine sehr, sehr lange Zeit. Innerhalb von dieser Zeit wird auch das Ende unserer Welt kommen, also die Erde, das Sonnensystem wird ja irgendwann auch zu einem Ende kommen, wenn sich die Sonne zu einem roten Riesen ausdehnt. Und das wird sie bis wahrscheinlich zum den Punkt machen, also bis zur Erdbahn wird sich die Sonne wahrscheinlich mal ausdehnen. Das heißt, die Erde wird dann wahrscheinlich von der Sonne verschluckt werden. Irgendwann aber ist der Zeitpunkt gekommen und der letzte Stern ist entstanden. Und jetzt hat das Universum einerseits nicht mehr genug Material und andererseits hat es sich auch schon so weit voneinander ausgedehnt, dass das Material, also das Staub und Gas, das da ist, nicht mehr zusammenfinden kann. Und jetzt können keine neuen Sterne mehr entstehen. Das heißt, die Sterne, die jetzt noch da sind, die werden jetzt mit der Zeit weniger und weniger werden. Am längsten leben werden sogenannte rote Zwergsterne. Das sind also Sterne, die noch einmal viel kleiner sind als unsere Sonne und die wirklich viele, viele Milliarden von Jahren alt werden können. Aber irgendwann haben auch die ihren Wasserstoff aufgebraucht und verlöschen. In diesem Zeitalter werden dann auch ganze Sonnensysteme eigentlich zerstört werden. Also im Inneren hat man noch einen weißen Zwerg, der immer kälter und kälter wird, bis er irgendwann zu einem schwarzen Zwerg wird. Das Universum derzeit ist übrigens noch nicht alt genug, als dass wir überhaupt schwarze Zwerge hätten. Also das wird erst in unglaublich langer Zeit dann auch passieren. Irgendwann werden die Planeten wahrscheinlich auch ihre Sonnensysteme verlassen und dann einsam durch das
Sonnen oder durch die Galaxien ziehen. Danach wird ein Zeitalter kommen, in dem schwarze Löcher unser Universum dominieren. Also diese schwarzen Löcher, die dann noch übrig bleiben, wenn da Sachen noch hineinstürzen, da wird noch Energie freigesetzt. Das sind so diese letzten Dinge, wo noch Energie entstehen kann, aber nicht einmal ein schwarzes Loch lebt ewig. Da. Und da gibt es einen ganz, ganz spannenden Prozess, das nennt sich Hawking Radiation. Wenn ich jetzt nämlich sage, ich habe so ein schwarzes Loch, das hat natürlich eine starke Schwerkraftwirkung und in diesem Schwerkraftfeld um das schwarze Loch herum können immer wieder Teilchenpaare entstehen. Also ein Proton und ein Antiproton oder ein Elektron und ein Positron. Und das passiert ständig, auch im normalen Raum. Und im normalen Raum vernichten sich diese beiden gleich wieder gegenseitig und dann ist es quasi so, als wäre gar nichts passiert. Also wenn ich Ihnen einen Euro gebe und Sie geben ihn mir zurück, dann ja, hat niemand was davon. In der Nähe eines schwarzen Lochs aber kann es passieren, dass einer dieser Partner ins schwarze Loch hineinfleckt und der andere wegkommt vom schwarzen Loch. Und dieses eine kleine Teilchen, das wegfliegt vom schwarzen Loch, trägt quasi einen ganz kleinen Teil von Energie, die eigentlich dem schwarzen Loch gehört, mit sich mit. Und weil Energie und Masse ja eigentlich äquivalent zueinander sind, nimmt sozusagen dieses kleine Teilchen dem schwarzen Loch Masse weg. Und auf diese Art und Weise können auch schwarze Löcher im Laufe der Billiarden verdampfen. Und dann kommt das Zeitalter der Dunkelheit. Wir haben jetzt also nicht einmal mehr schwarze Löcher, weil schwarze Löcher verdampft sind. Vielleicht ist noch irgendwo ein paar Materieklumpen irgendwo, die sich so finden. Hin und wieder vielleicht vernichten sich ein Teilchen und ein Antiteilchenpaar, dass da noch einmal irgendwo ein einsames Photon auftaucht. Aber an und für sich ist irgendwann der Punkt gekommen, wo wir keinen Prozess mehr kennen, mit dem neue Energie, neues Licht in diesem Universum erzeugt werden könnte. Sie sehen es eh schon an der Zahl, das sind also 10 hoch 100 Jahre nach dem Urknall, also ganz, ganz weit in der Zukunft, herrscht Dunkelheit. Das wäre jetzt eigentlich sozusagen das Ende. Weil wir natürlich auch fragen, ja, was könnte danach dann noch was kommen? Wir haben jetzt sozusagen ein Universum, das sich auf alle Ewigkeit immer weiter und weiter ausdehnt. Und wir haben jetzt die Ewigkeit zur Verfügung. Und wie wir in der Quantenphysik das eigentlich manchmal auch sagt, dass wenn man ewig Zeit hat, kann fast wieder alles passieren. Und das sind dann so komische Ideen am Laufen, dass vielleicht unser Universum selbst seinen Energiezustand ändern könnte und sozusagen auf einen niedrigeren Energiezustand hintunnelt und dann überhaupt alles auf einmal ganz anders ist. Oder dass das durch sogenannte Quantenvakuumfluktuationen es auf einmal wieder irgendwo sozusagen einen Keim geben könnte, in dem ein neuer Urknall entsteht und dann auf einmal doch wieder ein neues Universum sozusagen geboren wird, aus dem, das jetzt da in Kälte und nichts vergeht. Also ja und nein. Es gibt eben diese eine Theorie, dass sich das wirklich ausdehnt und zusammenzieht wieder. Also das ist, wie gesagt, das ist wahrscheinlich widerlegt, weil man eben die Geschwindigkeiten misst von den ganzen Sachen und man inzwischen eben draufgekommen ist, dass sich die entfernten Galaxien nicht nur schneller von uns wegbewegen, sondern noch beschleunigen, während sie das machen. Also je weiter weg, je schneller, umso mehr kreist das auseinander. Und diese Messungen widersprechen dann eben dieser Idee, dass es sich wieder
zusammenziehen könnte. Stimmt. Ist das zu erklären? Jetzt muss ich mir selber widersprechen. Ich habe ja vorhin gesagt, dass sich alles voneinander wegbewegt. Ja. Und das stimmt auf den großen Skalen. Mhm. Was es allerdings gibt, ist immer wieder so Galaxienhaufen. Das sind also Galaxien, die untereinander aufgrund ihrer Schwerkraft wieder aufeinander zukommen. Und das werden zum Beispiel eben Andromeda und unsere Milchstraße machen. Also in vielen Millionen Jahren haben wir hier eine einzige große Galaxie. Das liegt eben daran, weil Andromeda und die Milchstraße kosmisch gesehen noch sehr, sehr nahe beieinander sind. Aber eben wenn ich jetzt die größten Strukturen anschaue, dann bewegt sich wirklich alles von uns weg. Ja? Eine Frage zu den schwarzen Löchern. Wie ja. Verhält sich so ein schwarzes Loch mit dem Energieerhaltungsgesetz? Ist das eigentlich widersprüchlich? Nein, Energie an und für sich ist ja dann in der Masse quasi drinnen enthalten. Und auch diese Hawking-Strahlung nimmt eigentlich nur das weg, was vorher drinnen war. Also Energieerhaltung funktioniert beim schwarzen Loch. Mit was man ein Problem hat, ist die Informationserhaltung. Das ist dieses Paradox, wo ich jetzt auch keine Antwort wüsste. Da müsste man wahrscheinlich 10 Bücher zuerst mal darüber lesen. Aber das ist eben das Problem, dass wenn ein Teilchen und irgendwas in ein schwarzes Loch hineinstürzt, die Information von diesem Objekt dann eigentlich verloren geht. Die Energie wird ein Teil des schwarzen Lochs. Ein Teil wird dann über diese Akkretionsscheibe vielleicht wieder abgestrahlt, aber das, was hineinstürzt, das wird dann eben führt zu dieser Massenzunahme vom schwarzen Loch dazu wieder. Also es gibt Theorien davor. Das Problem ist, an und für sich macht ja der Satz, was war davor, zeitlich gesehen nicht viel Sinn, weil mit dem Urknall erst unsere Zeit, unser Zeitverständnis auch entstanden ist. Also Zeit, wie wir sie kennen, ist erst seit dem Urknall da. Aber es gibt eben durchaus auch physikalische Theorien, unter anderem eben auch von diesem, also von Roger Penrose, der eben sagt, dass unser Urknall eben die Folge eines Universums war, das ganz anders und komplett unvorstellbar für uns irgendwie war, aber in dem irgendwas passiert ist und dann ist unser Universum entstanden. Ich muss allerdings auch dazu sagen, er steht damit derzeit eher alleine da mit dieser Meinung. Nachdem er aber doch sicher jemand ist, der ungefähr weiß, wovon er redet, sollte man das vielleicht doch auch ernst nehmen. Also, ja. Es ist auch, glaube ich, dann am Ende, also wenn diese Expansion dann komplett immer stärker und stärker wird, dann kann es auch einen Event geben, den man dann ein Big Rip, also das große Zerreißen nennt, in dem eigentlich Raum und Zeit auf einmal wieder bedeutungslos werden würden. Und ja, Sie haben recht, also ich habe Ihnen einiges auch unterschlagen, also die dunkle Materie zum Beispiel oder auch die dunkle Energie, über das müsste ich wahrscheinlich noch einmal 2 Stunden länger hier stehen und drüber reden, was ich gern mache, aber Sie wollen wahrscheinlich auch mal wieder nach Hause gehen. Ja, dann, also unsere Erde als Planet selbst, würde ich sagen, die wird bis zum roten Riesenphase der Sonne überleben. Auch wenn da jetzt mal ein Asteroid einschlägt, der müsste riesig sein, um da irgendwas dran zu ändern, dass die Erde nicht mehr im Sonnensystem bleibt. Ganz ausschließen kann man es nicht, aber das traue ich mich jetzt doch zu sagen. Die Erde bleibt da, wo sie ist, bis zum Ende des Sonnensystems und wird dann wahrscheinlich eben, wenn sich die Sonne als roter Riese ausdehnt, von der Sonne verschluckt werden. Wie es mit Leben oder allem, was auf der Erde so vor sich geht, weitergeht, das traue ich mich jetzt auch nicht zu sagen. Ich sage immer, ich bin ganz optimistisch, wir werden dann eine multistellare Spezies und haben, bis die Erde zerstört wird, schon längst das Universum erobert. Aber das bin ich. Ja. Dann würde ich sagen, vielen lieben Dank für die Aufmerksamkeit.